Durch einen sehr schönen Zufall haben wir ein Grundstück direkt bei uns in der Nähe bekommen. Das ist ein sehr individuelles Grundstück, wirklich relativ schwierig zu bebauen. Viele Leute hätten sich davon abschrecken lassen von dem Grundstück, weil es nicht das perfekte Standard, ich baue darauf ein Hausgrundstück war. Aber wir haben die Chancen gesehen und haben gedacht, wir greifen zu und versuchen es einfach mal mit Architekten, mit einem super Plan, da was draus zu machen. Wir wollen kein 0815-Haus, wir möchten gerne bestimmte Sachen haben, die vielleicht andere Leute nicht unbedingt gut finden. Für mich muss das Haus eine Mischung bieten aus Individualität, also auf mich zugeschnitten, aber eben auch gerne mit Materialien gemischt, die von der Stange sein dürfen. Man darf halt nur seinen Stil nicht verlieren, man muss dabei bleiben. Der Neubau soll zeitlos werden, soll damit eine Geschichte bekommen, eben ein Haus oder kein Haus wie jedes andere. Die Frage, warum wir ein Filmprojekt aus unserem Hausbau machen, die liegt natürlich nahe. Im Prinzip ist es eigentlich so, ich kann keine Mauer hochziehen, ich kann kein Dach decken. Das können wir alles gar nicht, aber was wir können und was wir eben tun tagtäglich, das ist Filme machen. Vielleicht können wir ein paar Mehrwerte schaffen für Häuslebauer, vielleicht auch für die Handwerker, vielleicht auch für die Architekten. Vielleicht können wir teilweise Vorbild sein, vielleicht gibt es auch Sachen, die nicht so gut laufen. Und dann liegt es halt sehr nahe, dass man das Ganze filmisch begleitet, dass wir so ein bisschen journalistisch in die Sachen einsteigen. Wo kommt das her alles? Wie wird das gemacht? Warum macht man das so und nicht anders? Im Prinzip wollen wir das in unserem Vlog, in unserem Film darlegen und können damit vielleicht auch ein bisschen helfen. Los geht's! Jedes gute Projekt verdient auch einen guten Namen, und weil unser Haus eben das letzte Haus in einer Sackgasse sein wird, fanden wir, dass der Name Land's End super passt. Ja, wir haben auf unseren Urlaubsreisen immer wieder festgestellt, dass Häuser, gerade in Südafrika, am Ende der Straße einfach als Land's End benannt werden, und wir fanden es einfach einen schönen Projektnamen. Also so ganz frei nach dem Motto, da wo die Straße aufhört, fängt das Leben an. Und vielleicht gibt es dann am Ende auch vielleicht einen Schriftzug am Haus, Land's End.